Ich kenne da jemand, eine Vormühle. Da ist ja jetzt Ja. dieser mega große Flohmarkt. Ja. Und gestern Abend habe ich mit der Metro-Box Flaschen noch gesammelt, Aha. weil jede Flasche 50% anteilig das Pfand an vote-network.org. Ich wiederhole, vote-network.org geht. Das heißt, diese Organisation in Bad Nauheim hat dafür gesorgt, dass der Menschenrechtler Herr van Dey freikommt mit Herrn Jens Gnieser, damalig 2017 amtierender Richterbundpräsident. Und Ja. interessant ist, ich habe ja noch die Helmkamera gestern angehabt, obwohl es ein bisschen dunkel war, aber trotzdem erkennt man das eine oder andere. Wie dann die Leute schauen, wenn ich jetzt nicht mit dem Sammelkorb für Flaschenspenden unterwegs bin, sondern der gleiche, also mit Helm, so wie gestern, bewusst. Ja. Und dann sagt so, ich hätte jetzt Tablet 1, Handy 2 und Tablet 3. Also zwei Tablets und ein Handy. Wie er dann reagiert, und so zerlegst du nämlich die Bewusstseinsebenen der Verkäufer. Weil er hat sich dann abgewendet, weil er gedacht hat, naja, das ist ein Flaschensammler und der ist für mich sowieso nicht relevant, ne? Ja. Ja, okay. Und da Ja. merkst du genau, welch monetäres Kind die Menschen sind und nicht geistiges Kind die Menschen sind. Aber vielmehr das Gespräch heute mit einem Ex-Politiker, der eigentlich nicht außer Dienst ist, hat er gesagt, aber das Buch außer Dienst, das kennt er, Dr. Helmut Schmidt, ne, Bundeskanzler. Ja? Und er hat gesagt, Win, das ist wunderbar, was du machst. Aber erklär doch das mal der WHO, was du machst, was sie dazu sagt. Weil die hätten nicht nur eine Million Spielgeld, sondern ein bisschen mehr. Ja. Interessant, nicht? Ja. Und dann kriege ich eine Nachricht. Win, du musst nach Genf. Sag ich, warum? Geh in Nürnberg. Geh mal bitte bei Google rein. Wie lange brauche ich mit dem Fahrrad? Aus Spaß habe ich das gesagt, ja? Ja, da lachst du. Aber ein paar 10 oder 15 Minuten vorher hat es dann geheißen, das hat sich heute alles abgespielt. Das ist der verlängerte 13. Freitag wahrscheinlich, weil wir haben ja den Samstag schon. Ja. Vielleicht läuft da auch die Uhrzeit anders. Ja. Win, das ist gut, was du gemacht hast mit der Lunge. Sag ich, ja, ich weiß, weil ohne Lunge hörst du mich nicht, ne, oder? Nein, habe ich Ja. gesagt, ja, Schön aber gesagt, es ist auch eine Hommage an Herrn Professor Ficker von der ja. Pneumologie in Nürnberg. Und dann habe ich ja in so einem kleinen Trailer, den habe ich ganz schnell gemacht aufgrund eines Professorentelefonats mit der MHH Hannover, das ist die Medizinische Hochschule Hannover, und habe ein bisschen langsamer gesprochen bei diesem sogenannten Aufsager, damit auch der letzte Fahrradanhänger mitbekommt, der nicht so schnell unterwegs ist auf den Highways. Und wenn dann einer sagt, wir haben keine Zeit, wir können das nicht alles anhören, aber ich kenne das Buch Mein Leben vor roten Ampeln. Ja, das kenne ich. Ja, das kenne ich. Ja. Ich habe, ja, das gibt es, und es gibt auch außer Dienst, sorry, dass ich dich überrede, und es gibt vielleicht demnächst auch ein Buch. Immer im Dienst. Das gibt es noch nicht, aber es kann ja kommen. Weil einer gesagt hat, schreibe Buch, sage ich, nein, das Buch ist nur das Abfallprodukt. Weil das Buch ist zu umwegig, da sind zu viele Abzweigungen, bis man zum Ende zum Lesen kommt. Und vielleicht auch zum Verstehen. Ein Bild sagt mehr als ein Wort.
Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Als mein Gott. Worte. Ja, genau. Als 10.000 Worte. Sorry, ich habe mich geirrt. 10.000. Jetzt ist wahrscheinlich der ganze Aufsager Müll. Aber ist er nicht Müll? Ist er nicht Müll? Nee, ist, der ist super. Nein? Ist er ja richtig so. Ja? Ist er, was ist der? Ja. Ist er super, ist er richtig so. Nur ein kleiner Fehler kann mir mal unterlaufen. Ja, ist denn dieser Fehler wirklich unterlaufen oder war er akzentuell gesetzt? Und jetzt habe ich akzentuell gesagt, nicht akzentiert. Akzentuell. Jetzt kann sich wieder eine neurolinguistische Wissenschaftlerin dran setzen. Das muss ich korrigieren. Glaubst du, dass jemand auf der Intensivstation liegt und dann die grammatikalischen Richtigstellungen korrigiert, bevor er richtig atmet? Nein, der holt nämlich zuerst Luft. Nein, richtig. So ist es, ja. Und diese Michelle, die eine kenne ich. Das ist eine Sängerin. Ja? Mhm. Michelle. Mhm. Da gibt es so einen Hoffnungssong. Den gab es Eurovisionsweit. Mhm. So ein Hoffnungssong von der Michelle. Mhm. Bessere Welt. Michael Jackson hat es auch versucht, ist nicht da. Ich kann den im Moment nicht anrufen. Ja. Also wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß. Ja. Oder meinst du es nicht? Aber wenn man dann einen Manager anruft, du Win, ich habe einen Anruf reingekriegt. Ja, aber der Schein alleine atmet nicht. Ich meine der Geldschein, Entschuldigung. Ja. Ja. Also, weißt du jetzt, was wichtig ist? Ist jetzt die Lunge oder der Geldschein wichtig? Ja, ist das so eine Frage. Ja, oder Valerie Weber? In dieser Gesellschaft. Wer ist denn das? Wer ist denn Valerie Weber? Das weiß ich nicht. Das weiß er nicht. Valerie, du hast zu wenig Werbung gemacht. Jetzt bist du in der Intendanz des WDR ja schon vorgestoßen. Und dann kennt hier einer, der hier das Leben sät auf den Fensterbänken in Deutschland, insbesondere Franken, der sät das Leben. Ja. Weil die Nahrung ist ja Leben, habe ich gedacht. Ja, ist so. Oder? Ist es so? Ach so, Entschuldigung. Ja, klar. Kann man ohne Bauer leben? Nee, das ist vorbei. Das ist überlebensnotwendig, ja. Ist ein Bauer? Man schafft es sich selbst zu versorgen, aber auch kann man ohne irgendeine Grundversorgung. Weil halt das eine oder andere nicht stimmt oder irreführend ist, wird es jetzt in Deutschland 80 Millionen Bauern geben. Fensterbauern, nein, die Fensterbauern. Ja, das ist richtig. Ja. Ach so, und wie heißt denn diese Firma nochmal, wo ich jetzt zufällig den Herrn Schreiner Harald wieder ausfindig gemacht habe, weil ich ja mal bei Blau-Weiß Regensburg versehentlich mal eine Filzkugel, Tennis gespielt habe. Was macht der da? Ja, da jagt er dem Filz hinterher, weil er jagte, das war ja vorher, jetzt vielleicht jagt er immer noch, aber jetzt ist er auf das Leben gekommen, auf das wahre Leben. Ja. Das hat er in der Hand, mit seinen Saaten. Ja, ist so, ja. Stimmt auch wieder. Ja. Warum widerspricht hier unsere Zukunft nicht? Ich meine, Professor Heinemann, warum widerspricht er nicht? Da stimmt doch was nicht. Oder stimmt alles, was ich sage? Also das hast du jetzt gerade gesagt. Na, es stimmt. Ich denke mal, jeder Mensch macht Fehler. Also wird nicht alles stimmen, was du sagst. Definitiv nicht. Aber das, was ich gerade vernommen habe, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Ja. Und es ist ganz wichtig, auf der Straße gibt es Ampeln. Ja. Und im Gehirn sollte man Neurobremsen einbauen. Weißt du warum? Ja, man sollte sein Gedenken, sein Denken natürlich vielleicht bewusst beobachten. Weil sonst denkt man vielleicht irgendwelchen Schmarrn. Und das hat einer im Hirn, bei Herbert Heine, Bruder. In der Schule. Das ist doch Procter & Gamble Jogging in Frankfurt.
Und wissen Sie, warum Procter und Gamble? Weil da hat der Herbert Heiner, der hat da ein bisschen aufgeräumt. Denn der hat's nicht nur Faustdick hinter den Ohren, sondern auch vor und hinter den Synapsen. Yes. Und deswegen hat er nämlich diese Autobahn betreten. Ja. Und jetzt werde ich meine Füße etwas anders vertreten. Ja, das ist ein Plan. Und werde, wie bitte? Das ist auch ein Plan, ja. Tja. Ja. Aber es gibt nur einen Originalplan. Kopie ist immer langsamer. Eine Kopie kommt danach. Zuvor ist immer das Original. Klaus Kopiol. Alles Mühle oder was? Nee, Mühle spielen wir woanders. Das haben wir früher gespielt. Eigentlich müsste man irgendwo, wenn es in Zukunft irgendwie so Möglichkeiten gibt, irgendwie besser Gedanken mit irgendwelchen elektronischen Gehirn-Analyse-Methoden halt, müsste man dann ein Hirn anschließen und dann live ins Internet streamen. So als so ein Dauerstream irgendwie. Das fände ich interessant. Anstatt von Aufzugmusik zum Beispiel. Wenn der jetzt wüsste, was ich gerade einblende. Wenn der jetzt wüsste, was ich einblende. Tja. Warte mal, ich muss mal kurz konzentrieren. Warte mal. Ja. Damit das Gras richtig wächst. Guten Tag, hier sprach der Grashalm, Mr. Wynn. Der wächst anders. Und interessant ist, dass ich Herrn Dr. Ehrensenator, hätte ich fast schon gesagt, außer Dienst nicht mehr sprechen kann. Ich kann nur lesen. Ich kann ihn nur lesen. Ich kann ihn nicht mehr hören. Weil es gibt ja das Buch. Ne? Und dann sagt mir der eine Politiker außer Dienst, fahr bitte nach Berlin. Sag ich, wenn dann nach Potsdam. Dann gehen wir ins Café mit Herrn Günther Jauch. Mit dem anderen Philosophen. Der aufräumt mit den Undoofen, hat er gesagt. Aber das ist ein guter Spruch. Ich weiß, warum er das gesagt hat. Wie gesagt. Der ist doch da auch in Potsdam. Der Jauch hat doch da auch irgendwo in Potsdam, glaube ich, sein da irgendwie sein Anwesen. Sein Refugium. Ja. Vor einer Zeit, vor ein paar Jahren, war ich da ganz in der Nähe. Bei ihm war ich im Airbnb. Das war auch irgendwie voll witzig. Das ist gleich beim Schloss Sanssouci. Schau mal an. Der kennt die Straßenzüge. Und ich bin weiß, ich komme da so rein. Das war auch geil. Und weil der Typ, der das macht, halt, war gerade nicht da, der war gerade nicht am Tresen. Und dann warte ich so kurz ein paar Minuten und dann kommt er halt so im Bademantel und sagt, er ist gerade in der Sauna. Und hat mir halt dann so den Anmeldebogen in die Hand gedrückt. Und ist wieder? In der Sauna genau. Verschwunden. Wieder Udo Jürgens im Bademantel, genau. Das war eine Erfahrung, ja. Das ist auch so einer, der dann irgendwie über den Winter ist er immer irgendwo in südlicheren Gefilden und über den Sommer ist er in Dings, ist er halt dort dann. Und das war gerade, glaube ich, einer der, ich weiß gar nicht, da war er kurz davor, dass er, glaube ich, wieder abgehauen ist oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich da nochmal war, aber irgendwie, weiß noch. Aber Herr Innovator der Zukunft ist Sie meinen nicht den Herrn Wolfgang Job, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaub, nein. Das war irgendwie, jetzt hat er, glaube ich, jemand, der nicht so bekannt war oder sowas. Also ich habe keine Ahnung, also muss auf Airbnb schauen, ich weiß es gar nicht. Ah, okay. Ja. Interessant, nicht? Es war halt, und ich bin halt abends dann raus und es war irgendwie nur ein paar Meter, das war nicht so weit, ich weiß nicht genau, das war höchstens ein paar Häuser weiter, aber das Schloss noch so hier und dann kommt man da einfach so nachts, weiß ich noch, da durch den Garten da, stolpern da die Stufen runter und dann bin ich noch ein bisschen weiter da durch den Schlossgarten gelaufen. Dann kam mir irgendwann so eine Gruppe von irgendwie Eltern mit Kindern entgegen, die irgendwie mit Taschenlampen und so eine Geisterwanderung gemacht haben. Irgendwie das. Ja, das weiß ich noch. Das war schon cool. Da habe ich mich damals umgeschaut bei der, da hatten die so Takte auf den Tür an der, wer ist denn nochmal Dingsbums irgendwas Wolf? Wer ist denn schon wieder diese Kunstuni oder sowas? Ja. Tja. Lohnt sich das jetzt zu retten? Zu retten? Entschuldigung. Was zu retten? Ja, die Welt. Die Welt?
Ja, es gibt so viele schöne Sachen halt auf der Welt, aber ich habe das Gefühl, so.